Hallo Freunde der Stromgitarrenmusik. Heute gibt es mal einen Hard Rock Riff im Stile von Kiss, AC/DC und den guten alten Hasen. Ich spiele es erstmal, wie ich es so gedacht habe, und dann werde ich am Ende des Videos euch das mal runterbrechen und euch die Kniffe zeigen, wie ihr so einen Rock Riff schreiben könnt oder das nehmen zum Jam, wie auch immer. Viel Spaß! Okay, das ist das Riff. Was passiert hier? Also, ganz einfach. Erstmal ein A-Akkord, zwei Schläge. Und dann, ich nenne das die typischen Kiss-Akkorde. Und zwar nehmt ihr dann die G-Saite und die B-Saite. Die spielen hier eine Rolle. Wir sind hier im siebten Bund und dann gibt es diesen klassischen Blues-Rock-Move. Ich barre das hier im siebten Bund. Ich brauche, wie gesagt, nur die G und die H- oder B-Saite. Und dann nehme ich meinen Mittelfinger und gehe einen halben Ton auf der H-Saite bzw. B-Saite nach oben und habe dann nur diesen Wechsel. Ist nicht ganz in Tune, sorry. Ja, und das ist das, was passiert am Anfang. Ja, und dann die klassische Angus Young A-Pentatonik. Ich breche es nochmal runter. Das halt noch gedämpft, ne? Am Ende aufgemacht. Kriegt man so einen schönen AC/DC, ne? Das ist der erste Part des Riffs und dann eigentlich nur Power-Akkorde. Wichtig ist hier an der Stelle, dass ihr mit dieser rechten Hand so ein bisschen rock'n'rolliges Dance-Feeling, sag ich mal, reinkriegt. Ne? Also, Kiss-Akkorde, AC/DC, Power-Chord, lockeres Handgelenk in der rechten Hand. Und dann, ich sag mal, das könnte ein Verse sein, ein ganz klassischer Rock'n'Roll-Move, den wahrscheinlich schon jeder kennt, im A. Ganz langsam, ne? Das ist nur die leere A-Saite und dann euer Zeigefinger im zweiten Bund auf der D-Saite und dann switcht ihr immer von Bund 2 zu Bund 4 auf der D-Saite und die leere A dazu. Kann das auch noch erweitern, indem man den kleinen Finger in den fünften Bund setzt auf der D-Saite. Hört sich dann so an. Auch schon mal gehört bestimmt, ne? Also, und dann dieser Verse geht einfach nur. Und das ist auch so ein typischer AC/DC-Move. Das ist quasi ein G-Akkord, ne, gegriffen. Und dann lasse ich den Rest stehen, also meine zwei kleinen Finger vom G-Akkord und gehe einfach einen halben Bund nach oben oder einen Bund und einen halben Ton nach oben, Entschuldigung, und wechsle hin und her und dann habe ich sofort dieses AC/DC-Feeling.
Ne? Und der A ist quasi immer die Basis. Also ich spiele nochmal den Vers. Schön rock'n'rollig, ne? Und dann habe ich einfach nur kurz improvisiert für eine Bridge. Das ist nur ein F-Power-Chord. So ein D. Den pimp ich noch mit so einem kleinen Rock'n'Roll-Move. Und das ist einfach nur ein Auftakt. Und dieser Rock'n'Roll-Move ist quasi auch nur ein D-Power-Chord, also 5. Bund auf der A-Seite, 7. Bund auf der D-Seite. Den erweitere ich mit dem kleinen Finger auf dem 9. Bund und das auf der D-Seite. Sieht dann langsam so aus. Das kann ich auch noch erweitern, indem ich den noch einen halben weiter schiebe. Dann habe ich quasi das ähnliche Prinzip wie hier oben. Hier unten wäre das folgendes. Ja, das ist ein bisschen eine schöne Übung zum Stretchen. Also, wir fassen nochmal zusammen. Rock'n'Roll Riff zum Üben. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hilft jemandem. Nehmt eure Gitarre, habt Spaß. Vergesst zu subscriben, nee, schreibt einen Kommentar. Möchtet ihr irgendwas wissen? Möchtet ihr irgendwas lernen? Was interessiert euch? In diesem Sinne, seid lieb zueinander und Peace. Bis zum nächsten Mal.